Hallo und willkommen zurück zum Lavandia-Turm, Pokémon-Turm. Ja, so hieß er. Auf zur Treppe. Er muss erst noch heilen, weil das Heilfeld vor mir steht. Kommt nicht vorbei. Okay, das müsste jetzt der vierte Stock sein, oder? Ich habe einen Nebulak. Ja, ich bin bei einem auch geflüchtet. Ich möchte jetzt die Trainer machen, also flüchtig. Ach so. Ich dachte mir, wenn es auf dem Weg ist, nehme ich es mit. Okay, ich will da runter. Oh. Da ist ein Pokéball. Aber sie Scheiße, sagt, was ist das? ich brauche Blut. Düster. Exorzistin möchte kämpfen. Komm schon, Parasekt, du schaffst die alleine. Das 5 Level schwächere Nebulak ist schneller und greift zuerst an. Oh ja, das kann sein. Das ist trotzdem kacke. Nachtnebel. Lass mich in Ruhe, Nevolax. Die untere. Die untere, ja, da ist der Ball. Nachtnebel macht, glaube ich, gar keine spezielle Anzahl an Schaden. Weiß nicht, wie sich das berechnet. Es hat jedenfalls keine Zahl. Okay, Keine Ahnung, Parasekt. aber ich weiß, dass es bislang immer sehr weh tat. Ja, oh, ich werde konfusioniert, wenn man das so nennen mag. Es tut einfach bei jedem weh, egal wen ich ins Team schicke. Nice, das war ein guter Hit. Okay, Vulpix, das machst du jetzt. Okay, ich muss den Waldrachen booten. Yes, es war ein Treffer. Dein Konfustrahl macht mir nichts aus. Du kommst hier Genau. nicht vorbei. Okay, jetzt ist Gyarados Level 31. Respekt. Dein stärkstes Pokémon aktuell dabei, oder? Ja, aber was soll ich machen? Es ist das Einzige, was hier wirklich was reißen kann. Also mein Schillock und mein Vulpix sind jetzt beide 30 geworden. Wo bin ich, sagt sie. Und da ist der Ball. Okay, Gib ihn mir. Glutexo, du darfst auch mal einen Nachtnebel abkriegen. Oh, das tut dir gar Ein nicht so viel weh. Glückstreffer. So, ich bin noch heil genug für die obere von den beiden. Ich Also lese sie schon mal Ivo war es nicht. vor. Okay, ich mach ohne Speed. Du kannst aufholen. Bubu und Buhuhu, sagt sie. Kreativer Text. Oh, sie hat nur einen Nebulak, aber das ist bestimmt High Level. 24, es geht. Gerade in dem Kampf. Nach der gehe ich auch heilen. Weil er wieder ein wilder Encounter war. Okay, ich probiere jetzt echt mal Ibitak. Ibitak. Irgendwas hat auf Ibitak keine Wirkung gehabt. Interessant. Ah, ich habe Spiegeltrick, stimmt, wie geil. Und Schnabel ist Flug, das funktioniert? Ja. Ja, ist klar. Gott sei Dank. Kann ich Ibitak jetzt mal kurz nach vorne setzen? Das ist das Schwächste, das ich dabei habe, glaube ich. Ja. Und dann kommt eigentlich schon Geowatz. Witzig. Okay, auf in den Kampf. Oh, die hat nur ein Pokémon. Und Ibitak ist schneller als die. Nice. Ich glaube, Ibitak kann ich hier ganz gut trainieren. Du gibst mir Bescheid, wenn du fertig bist und zur nächsten gehst. Ja, weil in der Zwischenzeit bin ich Ich beim kämpfe doch Heilfeld. gegen die eine. Okay. Ach, der mit seinem Konfusstrahl. Danke. Er wurde gesteinwurft. Latsch wieder zurück. Nein! Geh weg, Nebulak. Ich weiß, dass du gerne gegen mich kämpfst, aber ich mag das nicht. Ich nutze gerade aus, dass Ibitak schneller ist als die Dinger. Und trainiere das in der Zwischenzeit ein Das ist bisschen. dann natürlich praktisch. Ja, absolut. Und Schnabel, wenn das ein Volltreffer ist. Also, ja, Risch, also das ist unerwartet, wie gut das Ibitak. Ich wollte es deswegen die ganze Zeit nicht mehr nutzen im letzten Part, weil ich dachte, Ibitak kann hier nichts tun. Ja, fetz mal Jetzt ist es bitte. scheinbar immun gegen Schlecker, weißt du? Ich meine, schon irgendwie ein WTF. Sowas rechne ich doch nicht. Das Ibitak ist das Typ normal. Ja, und Geist macht nichts bei normalen der Ja. ersten Gen, oder? Das war schon, das ist immer so. Das Ah, hat sich, glaube okay. ich, nie geändert. Weiß ich nicht. Geist macht nichts auf normal und normal macht nichts auf Geist.
Also ich bin absolut froh, dass es in der siebten Gen dieses Feature gibt, wo du quasi entdeckst, was effektiv ist und wie effektiv. Ja, das ist, toll. Das spart halt, muss man sich ja weniger erinnern. Ja. Macht's halt leichter. Ja, wenn man mit so vielen Editionen hin und her wechselt, dann ist das zwischendurch schon ein bisschen blöd, wenn sich mal was getan hat. Also ich finde das durchaus ja, fair. Ja gut, ich meine, der größte Änderung war von der ersten zur zweiten und dann hat sich nochmal die Änderung, also ich meine, okay, aber zu massive Änderungen haben sie eigentlich bis von der dritten bis zur sechsten nicht gemacht. Ja, aber trotzdem habe ich oft keine Ahnung mehr, wann was jetzt wie effektiv ist. Also das hat sich aber fast nie verändert. Das ist ein neuer Typ Fee, ey. Ja, der ist effektiv gegen Drachen. Ja, nur damit die Drachen noch einen dritten Counter haben. Weil zwei nicht reichen, oder was? Naja, wenn der Drache, der Counter auf dem Drache Drache ist, ist das halt schon ein bisschen, naja. Dragonir lernt eine Eisattacke. Das zweite von den beiden Dragoniers. Das erste Dragonier von Siegfried hat Donnerblitz. Ja, das habe ich dann auch nach Wandler erst erfahren, als ich das falsche Dragonier mich quasi verwandelt habe. Trainierst du eigentlich oder bist du dann zur nächsten Trainerin gegangen? Nein, weil ich die Leute eigentlich nicht skippe, die da auf den Weg kommen, weißt du? Ach so. Die Pokémans. Ja gut, weil ich trainiere auch. Ich gehe erst zur nächsten Trainerin, wenn du sagst, dass du auch wieder losgehst. Jetzt habe ich zumindest 27 erreicht mit. Ich weiß gar nicht mal wen, ich habe nicht gelesen. Oh mein Gott, bring dich nicht um. Oh mein Gott. Manchmal muss man doch mehr lesen als das, was. Naja. Immer mal lesen, ist immer gut. Ich will, dass Shilox sich entwickelt. Welches Level hat eigentlich dein Glutexo? Pokémon Level 28. Okay. Ich glaube, beide entwickeln sich auf 34, oder? War das noch das gleiche Level in der Edition? Ich weiß es nicht mehr. Später sind sie ja unterschiedlich und nicht mehr identisch, die drei Starter. Das finde ich aber dumm. Ja doch, in irgendeiner Edition ist Feuer erst auf 36 und Pflanze okay, Vielleicht war das auch hier schon. Dann zur nächsten Frau, oder? Ja, gerne. So, ich bin geheilt und gehe jetzt. Oh mein Gott, ich hab's bis zur Treppe geschafft, ohne dass mich jemand. Sie sagt nur Buhu. Du bist schon bei ihr? Ja, ich kam diesmal recht gut durch. Die hat Nebulak. Ja. Okay, Ibitak, das gefällt mir gar nicht. Ja, schön, ich verletze mich selber. Dann schlägt er mich noch. Und macht mich auch noch paralysiert. Fall. Ja, danke. Danke dafür, Alblali. Ich habe zwei halbtote Pokémon jetzt, das gefällt mir nicht. Komm, mach Steinwurf, komm, mach Steinwurf. Ja, perfekt. Ah, da ist er tot. Volltreffer, perfekt. Schließt du dich mir an und gehst wieder zurück, wenn sie erledigt ist? So, die hatte noch ein Pokémon. Da ist noch ein Ball. Ja, den hätte ich auch noch eingesetzt. Ich glaube, sie hat gesagt, irgendwie was stimmt nicht. Ich hab gerade gelöst. Okay. Ich glaube, Ibitak könnte echt stark werden, wenn ich das jetzt hier ein bisschen übertreibe. Und ich versuche es zu übertreiben, ich smashe die Button so schnell ich kann. So. Rot findet ein Sonderbonbon. Ah ja, das habe ich auch eingesammelt. Ich habe es noch nicht vorgelesen. Oh, da ist die Treppe. Okay, nein, danke. Ich gehe aber nicht weiter. Okay, das heißt, das Stockwerk ist abgeschlossen. Ja. Dann kommt dann das fünfte Stockwerk und im fünften ist das Knogger. Danach kommen drei Rocketrüpel im sechsten Stockwerk. Und die kommen auch hintereinander, oder? Oder kann man da wieder zurücklatschen? Gut, ich bin mir. Also ich hoffe, man kann zurücklaufen. Sonst, Ich war jetzt nicht ganz sicher. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das dann mag. Oder gab es erst in späteren Gens, dass du an gewissen Punkten einfach ein bisschen gelockt bist und dann mehrere hintereinander töten musst? Nein, also kann mich an sowas nicht erinnern. Die sperren dich doch nicht ein. Natürlich kann man zurücklaufen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Kampf startet, nächster Kampf startet, nächster Kampf startet. Oh, weiß ich nicht. Wobei mich das an eine Stelle erinnert, wo drei Trainer stehen und es gab noch keine Doppelkämpfe. Dann gehst du da rein und alle drei werden aktiviert, aber halt nacheinander. Das war, glaube ich, in der zweiten. Eins, zwei oder drei. Nee, in der zweiten Gen war die Stelle. Ich weiß auch, ich erinnere mich gerade auch wieder, wo. Die Route, wo das, wie nennt sich der Laden, wo man seine Pokémon, die Pension eben ist, genau. Ja, da kann man links Surfer einsetzen und dann nach unten surfen. Da ist eine Wiese und da stehen die zu dritt drin. Naja, also
Du entscheidest, ob ich bin gerade bis vor die Treppe gekommen ohne Encounter und da steht Verschwinde-Eindringling. Okay. Oh, das heißt, du bist jetzt dorthin gegangen? Ja, ich stehe da gerade. Okay, dann gehe ich jetzt auch hoch. Jetzt bin ich offiziell in einem Kampf, kann das sein? Geist taucht auf. Das Silpscope hat den Geist identifiziert. Geht der einfach vor und sagt... Ein wildes Knocker. Ja, ich wusste, ich dachte, ich gehe erst noch eine Etage hoch und dann kommt das erst. Was? Nein, du bist im 5. Stock und danach kommt das. Oh mein Gott, das Ding ist Level 30. Garados, los! Oder meinst du, das kam in dem Stockwerk, wo das Sonderbomb umlag? Nee, das kann gar nicht sein. Die Treppe war doch links, bei der das passiert. Da, wo das Sonderbomb umlag, ja? Oh mein Gott, dann sind wir schon hier. Okay, dann habe ich das aber auch um ein Stockwerk verschätzt. So, okay, ich hau es mit Drachenwut weg. Ich meine, okay, gut, es ist static, aber scheiß drauf. Wir haben eh einen Dragosso, also von dem her. Du kannst es nicht fangen. Geht gar nicht? Okay, so, okay. Der Geist war die ratlose Seele der Mutter eines Dragossos. Ich denke, da stand rastlos, aber in Ordnung. Ach so, okay. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ich will heilen. Also du kannst hoch und du kannst wieder runter. Oder weil ich das voll. Gerade getestet habe. Obwohl, ich bin sogar voll. Ja, okay, gut. Du kannst dann alle hintereinander einzeln machen. Ganz klar. Was willst du? Warum bist du hier? Ach, du hast erst einen angeredet oder wen redest du gerade? Ja. Achso, okay. Ich dachte schon, was liest du da? Rocket setzt zu bald ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wirklich? Ja, die Rocket-Rüppel mögen ja zu bald. Los, Kleinstein! Ja, nicht Kleinstein, du hast Kleinstein. Beziehungsweise nicht mehr. Onyx, hau drauf! Nein, nicht dich selber, du sollst auf ihn hauen! Ach, nein! Okay, das klingt bei dir aber sehr spannend. Also. Es ist halt immer der Confusion-Pech. Oh, noch ein Zubat. Steinwurf tot. Oh mein Gott, das dritte Pokémon sieht sehr interessant aus. Das ist Golbat. Schaut so aus, wie ein Golbat ausschaut in dem Spiel. Ja, absolut schrecklich. Ich habe es gesteinwurft. Es hat überlebt. Und es war sogar ein Volltreffer. Er sagt, er gibt auf. Das werde ich dir nie verzeihen. Oh, er läuft sogar weg. Er geht aktiv weg. Krass. Krass, was gab's in der ersten Gen? Ja, hat der Rivale ja schon bewiesen. Stimmt. Okay. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Da ist schon weitergegangen. Ja, passt du. Seine Pokémon sind seine Meinung. Smogger. Leo, was? Du bist runder als er, zeig's ihm. Das ist Typ Gift, keine Ahnung, ich blut's einfach mal. Psycho war effektiv, habe ich aber nimmer. Oh mein Gott, triff gefälligst, bitte einmal treffen. Ja, ich wechsle dann mal aus. Ich hab's zu Tode geglutet, habe sogar nur 20 Leben. Okay, und ich habe 2 vergiftete Pokémon. Oh, also mich hat er gar nicht vergiftet, Traumato. Oh, Psycho. Das heißt, Käfer ist effektiv. Ja, habe ich nicht dabei. Nice. Denn ich habe ein Parasek. Ja, keine Ahnung, Glutexo brennt weg. Wird doch schon hier, oder? Er macht Aussetzer und er erwischt meine einzige Käferattacke. Glut. Ach, Glut macht ja gar nichts. Er macht Kratzer vielleicht mehr. Ja, Kratzer macht mehr. Ich benutze Zerschneider. Das ist stärker als Kratzer, hoffe ich jedenfalls. Das würde mich wundern, weil Zerschneider war für mich immer eine riesig schwache Attacke. Merkwürdig, ich habe Zerschneider halt mit 50 im Kopf, was wahrscheinlich falsch ist in der ersten Gen. Haben wir das nicht nachgeguckt gestern? Keine Ahnung. Ich glaube, okay. Ich möchte... Ich wechsle sogar Garados, ich habe noch 10 AP. Du darfst ihn dann lesen, bitte. Ah, okay. Gehst du danach auch heilen? Rot besiegt, ja, das mache ich auf jeden Fall. Bitte, lass mich in Ruhe. Pokémon sind nur zum Geldverdienen gut. Halte dich heraus aus unseren Angelegenheiten. Was seid ihr für Hurensöhne? Also Gift 90 und Gift 72. Okay, ich komme locker bis danach. Ich change mal, wen an der Front ist, weil ich möchte nicht, dass ein Fliehen fehlschlägt und ich dann sterbe. Das ist eine gute Idee, habe ich übrigens auch gemacht. Es ist mir zwar bislang irgendwie noch gar nicht passiert, dass Flucht zu viel geschlagen hat, aber ernsthaft? Wer weiß. Mir schon. Nee, ich habe halt immer Glück.
Also ich gehe dann wieder hoch. Ich bin halt, ich bin gut im Weglaufen, weißt du? Hab meine Beine trainiert. Finde ich gut. Auch die Initiative deiner Pokémon hast du wohl trainiert. Ja, die sind leider nicht immer die schnellsten. Dann darf ich, bevor du da bist, schon den dritten vorlesen, nehme ich an. Bevor ich da bin? Hm, er weiß ja nicht. Kannst du ihn noch selber lesen, wenn dir das lieber ist. Ich trainiere Vulcano. Du wirst ja der Letzte sein. Du wirst niemanden retten, Kleiner. Ich habe Mr. Fuji gesehen. Er steht da oben. 4 Pokémons. Pokémon, komm, schnapp sie dir. Was mit Pokémon Girls? Er macht ein Zubat. Wir sind First Gen, Dennis. Ja, die haben alle kein Gender. Das sind alles divers. Ja, okay. Obwohl, wenn man sie tradet, kriegen sie ein Gender. Haben sie vielleicht einfach nur insgeheim eins? Ja, man hat einfach damals noch keine Nachforschungen angestellt im Pokédex. Ist auch schade. Kanto gab es halt einfach nie eine Pension. Das ist genau, das ist genauso wie bei den Legendären. Da weiß man das Gender ja auch nicht. Also bei einigen. Ich dachte, ja, gut. Gehen wir von aus, man weiß es nicht. Ja. Also so ein Geowatz an erster Stelle ist gegen den da nicht schlecht. Ja, da hast du recht. Aber mein Onyx war leider nicht an erster Stelle. Was soll's. Deswegen ist es jetzt verwirrt, aber es hat trotzdem getroffen. Ein Ratzfratz. Keine Ahnung, ich werfe auch Steine drauf. Ja, das habe ich jetzt auch durchgehend gemacht. Ich treffe nur leider schon seit einer Weile. Ich treffe gerade auch die ganze Zeit nicht. Okay, ich bin verwirrt. Ich habe mich selbst getroffen. Jetzt habe ich wieder erwischt. Oh mein Gott, und wie viel Damage ich mir selbst mache. Ich wechsle. Okay, Radikal, das ist ja dein Nemesis. Vulpix, komm, schnapp's dir. Jetzt bist du selbst verwirrt. Egal, komm schon, Vulpix, Vulpix, Vulpix schafft's. Ja! Glutexo, Glut. Yay. Glutexo, Glut. Komm, noch einmal Glück haben. Glutexo, Glut. Yes. Benutzt auch Glut, yay. Volltreffer sogar, der hat sich jetzt nicht rentiert, aber egal. Onyx hat sich gelevelt. Blau besiegte Rocket. Glutexo hat sich auch gelevelt. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Ach, du bist schon fertig. Ich hab immer noch einen Zug. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Von der labert, wenn die wüssten, dass wir ihren Boss besiegt hätten, würden sie fliehen. Oh mein Gott, hier können noch Pokémon kommen. Oh, ja, das kann sein. Bist du in den Counter gekommen? Okay, was sagt die Statue? Nichts. Wir sollen jetzt mit Mr. Fuji reden. Ja, ich wollte eigentlich die Statue ansprechen, aber gut. Mr. Fuji, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seelen von Dragossas Mutter zu beruhigen. Seele wohl eher. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in mein Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. Teleport! Nett dafür. Der steht jetzt hier hinten. Ah, okay. Mr. Fuji sagt, Blau! Du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Er hält eine Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Und wo ist mein Megalolith für mein Glurak? Was du für merkwürdigen Kram. Ja, was denn? So, weiß genau, wovon ich rede. Was ist das stärkste Pokémon in deinem Team? Das stärkste? In meinem Team, was ich gerade dabei habe. Ja, 31er Gyarados. Das heißt, wir tauschen Gyarados aus und wir tauschen... erstmal heilen. Und wir tauschen Ibitak Pummeluff aus. Weil das die stärksten zwei Teams sind. Warte mal, bist du noch in seinem Haus? Nein, ich habe mich schon geheilt und stehe vor dem Computer. Hatten wir in seinem Haus die Lavandia-Musik? Ist das normal? Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe gerade Pokécenter-Musik. Ja, das ist klar. Das ist immer so. Jo. Okay. Bin geheilt. Dann latschen wir mal hier hin. Bills PC. Du möchtest also, dass ich was ablege? Und zwar ja, weil ich mir gedacht habe. Das Silpscore braucht man nicht mehr, oder? Okay, soll ich sonst jemanden ablegen, oder?
Naja, ich dachte, wir tun beide unsere Stärksten weg. Also wäre das bei mir jetzt Ibitak. Also musst du... Welches Level hat dein Pummeluff? Mein Pummeluff? 23. Dann musst du das mal trainieren. Ja. Oder ablegen. Egal, lassen wir es. Dann machen wir jetzt nur Garados weg. Und okay. Was sollen wir mitnehmen? Also nur Garados, okay. Sollen wir unsere Pflanzen mal wieder mitnehmen? Da unten kommen ein Haufen Angler. Ich bin für Pflanze. Ultrigaria? Also, du, Flor. Genau. So, Bilder ersetzen. Du hast ein Duflor. Genau, jetzt müssen wir das Garados replacen. Du hast ein Duflor? Ja, wieso? Ja, ich glaube, es ergibt Sinn. Wieso sollte ich kein Duflor haben? Passt schon, was war ich nochmal? Ich bin... Du bist Ultrigaria. Wir wollten ja noch nicht entwickeln, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, irgendwas spricht da dagegen. Ich glaube, die lernen da keine Attacken mehr oder so. Irgendwie. Ah ja, genau, das hatten die beide als Problem, richtig. Ich kann auch gerne nochmal nachschauen. Ich habe ja die Webseite von Duflor irgendwo hier oben. Also das schwächste Pokémon, das ich jetzt im Team habe, ist Ultrigaria. Passt. Ja, genau. Duflor müsste ich bis Level 52 trainieren. Da lernt es die letzte Solarstrahl. Ja gut, wenn du Solarstrahl nicht einfach als TM benutzen möchtest. Ah, ja gut, wir können uns die ja unendlich oft holen, oder? Weil die kriegen man ja von den Mädchen, wenn man immer wieder was zu trinken geben kann. Ja, wenn das so oft geht. So, ich hab's auf jeden Fall zweimal gemacht, weil ich ja beim ersten Mal mein Inventar voll war. Bist du jetzt auf Route 12, wo ich bin? Dann wäre das nur Level 38, was ich... Naja, gut. Was, Route 12? Ich bin noch im Pokécenter. Dann triff mich auf Route 12, bitte. Welche Richtung? Ja, unten. Unten, okay. Hier ist Wasser und so Zeug. Ist Route 12 eine neue Route? Ja. Okay. Route 12, Norden Lavandia. Okay. Steht das da auf dem Schild? Ah ja. Das heißt, es ist rein Wasser hier? Ja, mehr ist auf der Seite nicht. Das ist ein Gebäude. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Ach, du bist reingegangen, okay. Ja, wohin soll man denn sonst gehen? Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Blauer Held TM 39. Okay, gut. Kann man da durchgucken? Schaltest du das Fernrohr? Du siehst? Nein, okay. Ich dachte, ich kann auch selber sehen. Was? Nein. Ja, was denn? So modern sind wir nicht. Ist das zu viel verlangt? 39 ist Sternschauer, wie geil ist das denn? Boah, ich bin echt am Überlegen, das Vulpix zu geben. Naja, noch nicht. Okay, links ist keiner. Da ist der erste Angler! Achso, du bist schon rausgegangen. Angel dir mein Ultrigaria, Mann. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Yo, Bro. Wen hast du angeredet? Der da, der da steht? Ja, der allererste Angler. Ja, er schaut halt irgendwie nicht ins Wasser. Ja, na und? Das erste Mal, dass wir einen Goldini sehen. Nee, nicht unbedingt. Okay, aber dann mache ich jetzt mal Absorb! Also tot. Ernsthaft, du behandeltest den? Sag mal, hast du vielleicht ein höheres Level als ich? 29. 4 Level mehr, okay. Gut. So viel dazu, dass wir jetzt schwächere Pokémon trainieren. Ich wechsle Pummeluff zwischendrin ein. Es hat Hypnose benutzt, Dennis. Oh, es hat perfekt. Bei mir auch. Item. Wo ist mein neues Item? Ach, stimmt, oh mein Gott, das ist ja super OP. Richtig. Aber ich weiß gerade nicht, zählt das dann als Item in Battle? Alle schlafenden Pokémon sind aufgewacht. Er benutzt Hypnose. Okay, mir reicht's, was soll's. Komm, wir tanken das so lange, bis du aufwachst. Aber zählt das ein Item in Battle? Ich weiß nicht, definierst du... Ja, ich meine, wenn Hyperheiler zählt, dann zählt Pokéflöte auch. Eigentlich ja. Ah, noch ein Goldini. Ich wünschte, ich könnte mich auch heilen, aber ich habe noch Rankenhieb. Jetzt schlafe ich schon wieder! Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ist der Sack schneller als ich? Ja, ich weiß auch nicht genau. Zumindest mein Leben wieder voll nach dem Absorb. Ja, immerhin hast du eine Heilung. Ich muss mich extern heilen. Pummeluff versucht, Duplex-Hieb zu erlernen. Okay, wenn dir das gefällt. Das ist doch zweimal draufschlagen, oder nicht? 3 bis 5 sogar, dachte ich, wie die anderen Attacken. Ah, das ist ja dann, klingt ja dann eigentlich relativ stark.
Schauen wir so, mal. Oh, ach du Scheiße. Hä, hey, der hat gerade nach unten geguckt auf meinem Bild. Aussetzer war, dass er eine Attacke nicht einsetzen konnte, oder? Ja, genau. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Ich bin mal 10 Sekunden AFK Getränk holen. Okay. Eine Sache bedenkst du, glaube ich, auch nicht. Oh, egal. Ah, wo ist das Pommelhof da? Was soll ich? Ach, ich wechsle Zubat kurz ein. Das würde ja ein Wasser-Pokémon überleben. Ach, es hat er nicht mal angegriffen. So, okay. Zubat erreicht Level 24. Aha, ein Tentacher hat er also. Wir gehen das heute etwas anders an. Schlafpuder zuerst. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Die OP-ste Attacke, die es gibt. Mein Zubat entwickelt sich. Ja, nice. Oh, er ist gleich wieder aufgewacht. Was für ein Arsch. Scheiß Gift-Pokémon. Jetzt habe ich das Zubat mit der Zunge. Du redest merkwürdige Sachen. Ja, Zunge. Ich weiß echt nicht, was du meinst. Das haben sie doch vorhin im Pokémon-Turm gesehen. Ich schaue mir nochmal das Bild an, was du mit Zunge meinst und nicht einfach nur aufgerissenes Maul, aber gut. Also, Rot 2 muss ich jetzt quasi ändern auf Golbat. Okay, du hast bislang auch den ersten Angler gemacht oder bist noch nicht weiter? Ich bin gerade beim zweiten. Ach so, okay. Oh, der hat mich ja gesehen, der Sack. Ja, genau deswegen, ja, bin ich bei dem. Wo zur Hölle ist denn Golbat? Ach, hier. Oh, Tatsache, das Sprite hat eine Zunge. Du hast den vorher gesehen und hast keine Zunge gesehen. Nicht drauf geachtet. Ich erinnere mich nur an Golbat, so wie ich mich daran erinnere. Oder, ach, wahrscheinlich, weil das, ah ja, weil der Typ gleichzeitig Gift ist. Da macht Pflanze natürlich nicht so viel Schaden. Ja, das ist absolut beschissen. Ich weiß auch nicht, wie ich den besiegen soll. Also, ich absorbiere ihn zu Tod. Dauert halt ein bisschen länger. Oh, Goldini, Goldini. Also, ich gehe danach heilen. Ja, ich wechsle Pummelduff ein. Er hat einen Volltreffer gemacht. Zum Glück können wir fliegen. Und absorbieren. Bin schon im Pokécenter. So. Fliegen? Das war ein Scherz. Ich habe den Angler nicht gelesen. Ich hoffe, das hast du gemacht. Nein, habe ich nicht. Ach, nein. Jetzt fehlt der Angler-Dialog. Ja, Pech gehabt. Okay, ich bin wieder beim Angler und... Oh, da kommt noch ein dritter, aber dem bin ich ausgewichen. Der ist über mir in der Zeile. Ich frag mich, wie viel da noch kommen. Ich weiß aber nicht, aber wie lange willst du denn da noch weitermachen? Bis wir die Superangel haben. Und das ist, glaube ich, das Häuschen in der Mitte vor Relaxo. Willst du Relaxo gleich machen? Das ist jetzt nicht direkt die Antwort, die ich eigentlich haben wollte. Ich will die Superangel, fertig, aus. Ja, schön, du willst die Superangel. Du entscheidest, ob du hier was fangen willst oder nicht. Ja, nein. Okay. Dann auf Wiederhören. Ciao. Genau, wir hätten nicht vergessen, Tschüssikowski.